Music Business Insider Podcast, presented by Adamant Music. Und damit herzlich willkommen zur 24. Folge des Music Business Insider Podcast und gleichzeitig zum zweiten Insider Interview. Heute rede ich mit einem absoluten Experten über das Thema Spotify Promotion. Du bekommst super viele praktische Tipps zu den Themen Playlists, Spotify for Artists Submission, Pre-Save-Kampagnen und allgemein zu Spotify selbst. Für alle, die auf dieser Plattform also wachsen wollen, ist diese Folge ein absolutes Muss. Lasst uns also direkt loslegen. Viel Spaß. Insider Interview. Heute haben wir einen super spannenden Gast im Podcast. Er ist Inhaber von Monstera Music, wo er 100% organische PR für MusikerInnen anbietet. Von Spotify bis Social Media hilft er Künstlern dabei, mit ihrer Musik neue Hörer und hoffentlich auch neue Fans zu erreichen. Also jetzt schon mal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen, Kilian Spinecker. Moin, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Lass uns doch direkt starten. Heute wollen wir uns ja ein bisschen mit dem Thema Spotify und Spotify Promotion auseinandersetzen. Fangen wir doch erstmal mit dem Thema Playlists an. Die sind ja ein essentieller Bestandteil im Spotify-Ökosystem und damit natürlich auch in der Promotion auf dieser Plattform. Wie siehst du denn persönlich die Diskussion um Nutzer- und Algorithmus-Playlists? Die einen finden Nutzer-Playlists super, die anderen sagen, sie bringen fast nur passive Zahlen quasi und man sollte sich auf den Algorithmus an sich konzentrieren. Natürlich ist es irgendwie davon abhängig, auf welchen Playlists man genau landet. Aber ganz allgemein gesehen, bringen Nutzer-Playlists langfristig was? Oder sollte man eher versuchen, gezielt den Algorithmus auf sich aufmerksam zu machen? Beziehungsweise natürlich, welche Rolle spielen Nutzer-Playlists hierfür? Insgesamt würde ich sagen, da macht die Mischung. Allerdings, Nutzer-Playlists können natürlich auch eben Fake-Playlists oder in Anführungsstrichen tote Playlists sein, die irgendwie sehr viele Follower haben, aber wenig Klicks bringen. Mhm. Und Algorithmus-Playlists können das Ähnliche haben. Die können auch viele Follower haben und trotzdem hört die keiner. Es gibt zum Beispiel so aktuell Hybriden, wie zum Beispiel die Klare Kante. Das ist eine Spotify-eigene Liste, die aber als Hybrid funktioniert. Das heißt, man hat, ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl, 50 Songs da drin, die sind fest eingebaut in diese Liste und die anderen 50 Songs sehen bei jedem anders aus. Das heißt, du hast andere Songs da drin als ich, weil wir ein anderes Hörverhalten haben. Und somit kann es natürlich sein, dass man mit seiner Band in der klaren Kante landet, aber dann trotzdem nur in diesen 50 hinzugefügten Extra-Songs und somit dann auch, weil sie nicht nur 50 Streams am Ende des Monats rumkommen. Genauso verhält sich das mit Listen wie zum Beispiel Accounts, zum Beispiel Sounds of Spotify oder The Edge of Spotify, das sieht man ganz oft. Das sind allerdings Playlisten, die von der Spotify Claw beziehungsweise von einer Claw gemacht wurden. Das heißt, wenn der Name Beatsteak ist jetzt ganz oft im Zusammenhang mit Rammstein fällt, weil die ganz oft auf irgendwelchen großen Festivals zusammenspielen, dann durchforstet Spotify das Internet danach und denkt sich irgendwann, oh ja, Beatsteaks und Rammstein, dann gehören die bestimmt zusammen und packt die zusammen in eine Liste. Das heißt natürlich nicht, dass die Liste gut funktioniert und das heißt auch nicht, dass die zusammengehören. Dementsprechend sind Algorithmus-Playlisten etwas schwierig. Es kommt immer darauf an, wie der Algorithmus die zusammenbaut. Die können gut funktionieren, müssen aber nicht. Und Nutzerlisten, wenn du eine richtig gute Nutzerliste hast, dann finde ich die persönlich auf jeden Fall besser, weil das nochmal so was Näheres ist. Es ist nichts vom System zusammengestellt, das beruht auf dem Hörverhalten, dem Geschmack des Nutzers, der die gebaut hat. Dementsprechend ist die Bindung an die ganzen Fans der Liste auch enger, was natürlich aber nichts zu dem Streaming-Verhalten beiträgt, sondern nur so einen emotionalen Wert hat. Weil du am Anfang gesagt hast, es gibt natürlich, und das ist ja glaube ich auch so der Hauptkritikpunkt, dass es bei den Nutzer-Playlists halt super viele gibt, die irgendwie mit gekauften Followern, Bots oder sonstiges irgendwie aufgebaut wurden und sich ja dann sogar negativ auswirken können. Hast du da aus deiner Erfahrung irgendwelche Anhaltspunkte, wie man sowas vielleicht frühzeitig schon erkennen kann? Jein, also viele Listen nutzen ja das System, dass die dann irgendwelche großen Bands, weiß ich nicht, die neuesten Song oder ältere Songs von den Foo Fighters mit reinpacken und dann irgendeine, in Anführungsstrichen, Newcomer, No-Name-Band, um die halt zu pushen. Das ist ja ein beliebtes System. Wenn aber natürlich nur irgendwie 10, 15 Songs in einer Liste sind und keine der Bands bekannt ist, die auf ihren Profilen aber einen extremen Höreranstieg zu verzeichnen haben, beziehungsweise sagen, das ist unser erster Release und haben schon 20.000 Klicks ohne Editorial-Liste, dann lässt sich darauf schließen, dass das natürlich nicht mit rechten Dingen zugeht. Mhm. Und wenn man selbst in so einer Liste ist, sollte man darauf achten, wo die Streams herkommen. Wenn das natürlich auf einen Bereich sich bezieht, also ich sag mal jetzt den Dachraum, dann ist das vollkommen okay, weil meist werden
organische Listen in einem Bereich promotet. Das habe ich mit meinen Listen zum Beispiel auch gemacht, weil ich viel deutschsprachige Musik mit da drin habe, habe ich die über Social-Media-Werbung im Dachraum eben promotet. Wenn du allerdings auf einer Liste Streams beziehst aus Hongkong, Peking und Texas, dann ist es schon wieder sehr unwahrscheinlich, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine Liste weltweit so extrem gehört wird, ist einfach gering. Das schaffen meist nur die Spotify-eigenen Listen und auch da gibt es noch regionale Unterschiede. Okay, das heißt, schwierig am Anfang zu erkennen, wahrscheinlich auch die Daten, wo gerade regionale Daten und sowas, die sind ja dann auch erst später in Spotify for Artists irgendwie ersichtlich. Also genau. Quasi, wenn man da drauf kommt, dann im Auge behalten, wo denn die Hörer herkommen und ob es da irgendwelche Indizien gibt. Genau, also ich habe den Fehler auch schon das ein oder andere Mal leider gemacht, weil, also meist funktioniert das so, dass man schreibt dann da an, hallo, ich würde gerne einen Song für eure Playlist vorschlagen und dann sagen die direkt, ja, $70 oder so, dann kannst du das sowieso vergessen, aber das sollte ja mittlerweile eigentlich jedem bekannt sein, hoffe ich. Das hoffe ich, ja. Auf der anderen Seite hatte ich das einmal, da habe ich dann einen Song eingereicht und die haben den auch dankend angenommen und der hat aber dann sehr viele wilde Streams generiert. Zwischendrin waren die Streams so wild, dass bei dem Künstlerprofil das Radio sogar wegging, weil Spotify das gar nicht mehr zuordnen konnte, was da jetzt passiert und alle verschiedenen Genres mit reinkamen. Und nach 2 Wochen kam dann auch die Nachricht, hey, wenn du noch in der Liste bleiben willst, dann kostet das jetzt so und so viel. Und dann kann man halt diesen Service weiter nutzen, weil die natürlich von ihrem System überzeugt waren. Ich war natürlich dann schon wieder drauf und dran, also bevor ich diese Nachricht gekriegt habe, weil ich die Streams gesehen habe, war ich halt dann schon wieder drauf und dran, die anzuschreiben und schnellstmöglich zu bitten, den Song rauszunehmen. Weil sowas kannst du leider manchmal nicht im Voraus sehen, wer aus welchen Herrenländern da die Streams kommen und ob das alles Fake-Streams sind. Das merkt man leider erst später. Das heißt auf jeden Fall, wenn man sowas zumindest vermutet oder sich relativ sicher ist, dass da irgendwie was schief läuft, dann auf jeden Fall den Song runternehmen lassen. Ja, auf jeden Fall. Das ist super schlecht für den Algorithmus. Das zerstört das alles, was man sich vorher organisch aufgebaut hat. Und im schlimmsten Fall wird einem das Profil gesperrt oder der Song gesperrt und gelöscht oder ähnliches. Also das direkt raus, ja. Jetzt hatten wir ja gerade Nutzer- und Algorithmus-Playlists. Aber es gibt ja noch eine dritte Kategorie, der heilige Gral quasi für MusikerInnen, die Editorial-Playlists. Die größte Chance, hierauf zu kommen, zumindest für Newcomer, ist ja sicherlich die Spotify for Artists Submission beziehungsweise der Spotify-Pitch, je nachdem, wie man es nennen will. Hast du hier irgendwelche Hinweise oder Tipps, wie man dort vielleicht die Erfolgschancen erhöhen kann? Ja, also das erste generelle Problem ist ja natürlich, dass das jeder machen kann. Das heißt, die Leute, die dann jetzt in Berlin sitzen, hier zum Beispiel, kriegen halt dann täglich mehrere hundert Submissions von mehreren hundert Bands und können sich das nicht anhören. Dementsprechend ist der Zeitpunkt natürlich wichtig. Aktuell spekuliert man, dass 14 bis 10 Tage vor dem Release der passende Zeitpunkt ist, um den Song einzureichen. Allerdings kann ich das auch nicht belegen. Das ist nur so ein Gerücht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man in dem Text die Highlights aufzeigt und sich selbst, auch wenn viele Künstler das ungern machen, sich selbst in eine Schublade packt. Man sollte ganz genau sagen, wo möchte ich mit dem Song hin? Wie klinge ich? Beziehungsweise der Kurator, der das dann liest, sollte eine Ahnung haben, was für Musik er vor sich hat. Also wenn man dann mit reinschreibt, wir klingen wie Blink-182, ist das schon mal eine gute Einordnung. Dann kann der Kurator wissen, alles klar, dann seid ihr im Pop-Punk-Bereich, super. Und wichtig ist auch noch, Meilensteine mit reinzuschreiben. Was weiß ich, wir hatten ein Top-20-Album in den letzten Jahren oder Ähnliches. Und wer einen beim Release unterstützt. Also, dass der Release nicht einfach nur, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein toter Release ist, der dann veröffentlicht wird und schön, sondern dass da noch ein 10-köpfiges Team hinter sitzt mit 4 PR-Agenturen und Social-Media-Werbung geschaltet wird. Es gibt eine Fernsehkampagne etc. Das sind so Sachen, die den Kurator freuen und der sich dann denkt, ah ja, dann unterstützen wir die auch mal weiter. Zu dem Punkt, wann man es einreicht. Die Pitches, die bei mir erfolgreich waren, die habe ich weitaus früher eingereicht als 10 bis 14 Tage. Ich habe immer, also wie gesagt, selber so ein bisschen Erfahrung und auch aus verschiedensten Quellen immer wieder gehört, blöd gesagt, je früher, desto besser, irgendwie 4 bis 6 Wochen, dass der überhaupt angehört werden kann. So wie du jetzt gesagt hast, wenn die täglich, was weiß ich, wie viele Submissions bekommen, dann, wenn der Song ja bis zum Release nicht angehört wird, dann hat man ja sowieso keine Chance mehr. Ist es in deinen Augen zu früh, 4 bis 6 Wochen davor oder wieso in Anführungszeichen nur so einen kurzen Vorlauf? Genau deshalb sagte ich, das ist ein Gerücht. Okay. Ich hatte, genau, vorher hatte ich nämlich auch immer diese 4 bis 6 Wochen Sache im Kopf und habe mich da auch dran gehalten. Speziell mit Bands, die eben ja DIY-mäßig unterwegs sind, kein Label haben und die man namentlich jetzt vielleicht nicht so kennt. Allerdings sagte mir ein Label, mit dem ich zusammenarbeite, die haben jetzt letztens einen Song released und die sagt mir, der Pitch sollte eben 14 Tage bis 10 Tage vorher passieren und die sind mit dem
System auch schon eben in den letzten 3 und 4 Releases in 2 Listen reingekommen. Also die Quote ist da relativ gut. Okay. Das kann natürlich daran liegen, dass es ein Label ist und die dann anderweitig Vitamin B-Unterstützung haben, das weiß ich nicht. Allerdings klang das sehr sinnvoll für mich, was die da erzählt haben. Okay, aber auf jeden Fall frühzeitig. Genau. Wie weit im Voraus auch immer. Das Allerwichtigste ist, dass man die 7 Tage einhält, um ins Release-Radar zu kommen. Das heißt, wenn du 7 Tage vor Release den Pitch machst, kommst du ins Release-Radar und all deine Follower und Fans auf Spotify bekommen den Song im Release-Radar ausgespielt und je besser der angenommen wird, desto weiter wird er gestreut. Das ist das überhaupt Allerwichtigste, dass man diese 7 Tage einhält. Okay. Der 2. Buchstabe für das Oktober-Gewinnspiel ist übrigens ein D. Lass uns vielleicht kurz noch auf das Thema Pre-Save-Kampagnen eingehen. Das ist ja eigentlich eine super Möglichkeit, um direkt am Release-Tag ordentlich für Wirbel zu sorgen und eben hoffentlich auch den Algorithmus auf sich aufmerksam zu machen. Trotzdem haben hier viele große Probleme damit, die Leute überhaupt zum Pre-Saving zu bewegen. Deswegen 2 Fragen an dich. Erstens, wie stehst du selbst zu Pre-Save-Kampagnen? Und zweitens, wie kann man denn mehr Leute dazu bringen, den eigenen Release zu pre-saven? Ich persönlich finde, nach außen hin wirken die immer sehr, sehr blöd. Weil das sieht immer so ein bisschen nach, also egal wie schön dieser Post verfasst ist, in dem es um die Pre-Save-Kampagne geht, das sieht immer ein bisschen nach Almosen aus. Das klingt jetzt fies, aber es klingt halt immer so, hey, für den Algorithmus folgt uns doch mal und klickt ihr auf den Link und pre-save unseren Song. Das klingt immer sehr, sehr doof, finde ich, ist aber tatsächlich der beste Weg. Die Pre-Save-Kampagnen sind unglaublich wichtig, weil die halt nicht nur Spotify-Zahlen zuspielen und sagen, ey, guck mal, der Song wurde 700-mal gepresaved, der ist vielleicht was für eine Liste, sondern auch der Band selbst. Wenn du natürlich als Band siehst, du hast 7000 Follower auf Instagram, aber nur 30 Leute, die den Song presaven, kannst du davon ausgehen, dass du nicht besonders interaktionsfreudige Fans hast und kannst dir andere interaktive Kampagnen, was auch immer dann da geplant ist, kannst du dir dann erstmal sparen. Wenn du allerdings super interaktive Fans hast, kannst du sowas machen wie, weiß ich nicht, Shirts vorbestellen lassen oder ähnliches, dass man die Fans richtig mit einbindet. Und dafür ist das natürlich ein guter Indikator. Und natürlich ist es für den Algorithmus Bombe, wenn da viele Leute auf den Link klicken und viele Leute mit interagieren und den Song presaven, damit das am Release-Tag, wie du schon sagst, richtig durch die Decke schlägt. Was immer ganz schön aussieht, ist, wenn man diesen Link personalisiert. Man kriegt ja dann meist einen Link zum Presaven und wenn da dann hinter steht, was weiß ich, Link XY-Bandname, sodass die Fans dann direkt sehen, in der Bio ist nicht so ein komplett ewig langer Link, den man gar nicht einsehen kann, sondern das ist kurz und knapp und die wissen, worauf es hinausgeht. Das ist so das Wichtigste. Und natürlich sollte die Seite, auf der man dann den Song presaved, am besten irgendwie auch personalisiert sein mit einem schönen Bild, Video, wie auch immer, dass man weiß, worum es direkt geht und auch was fürs Auge hat. Das sind so die beiden Hauptargumente, weil ansonsten ist es ja wirklich nur sehr plumpes, ich klicke auf einen Link und habe den Song am Tag des Releases in meiner Bibliothek. Hast du irgendwie auch von deinen Kampagnen oder anderen Künstlern irgendwie was mitbekommen, was man vielleicht als Gegenwert bieten kann? Jetzt mal abgesehen von dem transparenten, Leute, ihr helft uns damit wirklich. Irgendwie, keine Ahnung, Gewinnspiele, man verlost irgendwie was, man kriegt Rabattcodes, Gästelistenplätze, keine Ahnung. Lohnt sich sowas, da irgendwie nochmal einen Anreiz zu bieten? Gästelistenplätze habe ich schon mal mitbekommen, dass zweimal 2 Gästelistenplätze verlost wurden und alle, die gepresaved haben, sollten dann den Beitrag kommentieren. Das ist natürlich aber auch eine Sache, die schwer messbar ist, weil natürlich nicht jeder, der presaved, dann kommentiert, beziehungsweise nicht jeder, der kommentiert hat, gepresaved. Das stimmt. Und auf der anderen Seite irgendwie großartig Daten beim Presaven erfassen, ist natürlich auch nicht so geil. Dementsprechend ist das eine gute Idee, aber schwer machbar, finde ich persönlich. Also man kann da natürlich viel anbieten und die Leute mit irgendwie Anreizen locken, aber eben die Umsetzung ist, glaube ich, etwas schwieriger. Okay, also quasi eher an den Faninstinkt appellieren und wenn man irgendwie eine coole Möglichkeit hat, gerne was anbieten. Aber gerade wenn du sagst, ich will ja wirklich die interagierenden Fans rausfiltern, dann ist vielleicht gar nicht so schlau, irgendwie noch was Geiles mit anzubieten, sondern ich will ja mitkriegen, ob meine Leute mich auch unabhängig von hier pre-save und du kannst 5.000 € gewinnen, ob die mich auch unabhängig davon unterstützen würden. Genau, also generell ist es nie verkehrt, solche interaktiven Kampagnen zu fahren, weil je öfter man das macht, desto mehr Fans, die einen interaktiv
unterstützen, gewinnt man natürlich dazu. Ob es jetzt sei, keine Ahnung, wie ich schon sagte, bestellt ein T-Shirt vor oder eine Pre-Save-Kampagne oder bestellt unser eigenes selbst gebrautes Bier oder was auch immer. Je öfter man sowas anbietet und macht, desto mehr Leute kommen da auch zu. Wenn die dann irgendwie sehen, oder ist ein Gewinnspiel von Band XY, den folge ich jetzt auch mal, vielleicht haben die noch mehr Gewinnspiele, so gewinnt man halt dann auch aktionsfreudige Follower dazu, definitiv. Hast du vielleicht abschließend noch irgendwelche praktischen Tipps für die Community, was man machen kann, um auf Spotify schneller zu wachsen, sich besser zu präsentieren oder allgemein die Performance dort zu steigern? Ja, klar. Also es gibt zum einen Sachen, die den Algorithmus, es geht ja alles um den Algorithmus. Spotify ist mittlerweile ja keine reine Musikplattform mehr, sondern es ist wie Instagram für Musik, wenn du so willst. Mhm. Weil das arbeitet ja ähnlich. Du hast einen Algorithmus und der bemerkt, wenn irgendwas geändert wird, wenn irgendwas geupdatet wird und wie oft der User, in dem Fall dann die Band mit ihrem Profil, irgendwie irgendwelche Sachen macht. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall sinnvoll, kurz vorm Release, beziehungsweise in den 2 Wochen vorm Release, regelmäßig mal die Bio zu updaten, da ein paar neue Infos reinzuschreiben, Sachen reinzuschreiben, die nicht nur beschreiben, hallo, wir sind Band XY aus Berlin und machen Punk, sondern auch reinzuschreiben, was der User davon hat. Also wenn du jetzt reinhörst, kriegst du den neuesten, besten Politpunk Berlins oder ähnliches. Also einfach einen Mehrwert auch bringen und nicht nur was von sich zu erzählen. Das Gleiche gilt für Bilder. Da kann man dann schöne Header-Images für den neuen Release erstellen und updaten und beim Release natürlich dann wieder updaten auf eben die vierköpfige Band, die man dann sieht, um eben ein bisschen nahbarer für die Fans zu sein. Die Social-Media-Links sollten auf jeden Fall auch in der Bio mit drin stehen. Das ist aber ja, glaube ich, mittlerweile klar, dass man eben aus dem Spotify-Profil direkt auf Instagram und Facebook, Twitter, Wikipedia und alles gehen kann. Eigene Listen sind tatsächlich auch nicht zu unterschätzen. Also es gibt ja ab und zu Bands oder mittlerweile machen es sehr viele, die mit einem Privatprofil viele Listen oder 3-4 Listen erstellen und die dann zu ihrem Artist-Profil hinzufügen. Mhm. Und dann ist es halt die Top-Picks des Drummers und die Favoriten-Songs der Sängerin und sowas. Das ist tatsächlich nicht verkehrt, weil das ist so ein fieses Schneeballsystem, was aber ganz gut funktioniert. Gerade in der einer gut vernetzten Szene funktioniert das super und viele Bands unterstützen sich da gegenseitig und hören die Listen dann auch fleißig. Und so kann man den Algorithmus insoweit triggern, dass man sich selbst quasi ein Radio zusammenstellt und eben mit den Bands, die man sich selbst auswählt und die man selbst da hinzufügt, in dieses Radio reinkommt. Also das ist nicht zu unterschätzen. Diese Listen werden nicht abartig viele Follower haben und werden jetzt auch nicht super viele Streams bringen, aber für den Algorithmus und das generelle Erscheinungsbild des Profils sind die super spannend. Vielleicht eine schnelle abschließende Frage noch, die mir jetzt gerade gekommen ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man regelmäßig releasen sollte. Mhm. Da gibt's aber so ein bisschen die zwei Lager, würde ich mal sagen. Die einen, die komplett auf Algorithmus quasi optimieren. Also habe ich auch schon öfter gehört, hier alle 3 Wochen releasen, dass man quasi 2-mal pro Monat so einen Peak hat. Andere sagen, viel zu schnell, da kann man nie eine Verbindung zwischen Fan und Song aufbauen und quasi verrotzt einfach nur so seine Songs. Hast du irgendwie auch aus deiner Erfahrung eine Regelmäßigkeit sozusagen, die du empfehlen kannst, wie oft man oder in welchem Abstand man releasen sollte? Also 3 Wochen finde ich schon deutlich zu kurz. 4 bis 6 Wochen finde ich okay. Dann hat man auf der einen Seite den Algorithmus mit eingebunden und kann halt eben Spotify und den Algorithmus triggern und sagen, hey, wir haben schon wieder was und der Algorithmus wird auf einen aufmerksam und passt das mehr an, packt einen in der Listen etc. Auf der anderen Seite haben die Fans auch Zeit, den Release zu verarbeiten. Sprich, man kann Posts machen, wie der Release ankam, wie der Release gefeiert wurde, wie, weiß ich nicht, vielleicht noch ein Playthrough-Post und muss nicht nach dem ersten Release eine Woche später direkt den neuen schon wieder ankündigen, um auf Zack zu bleiben. Es gibt natürlich Sachen, die sind nur auf Algorithmus gebaut. Ich bin bis heute davon überzeugt, dass der neue Song von Justin Bieber, hier, wie heißt der, Stay, dass der nur für TikTok komponiert wurde, um da viral zu gehen. Da bin ich fest von überzeugt, dass die im Tonstudio saßen und gesagt haben, wir brauchen 15 Sekunden knackigen Refrain, damit der total viral geht. Aber gerade, wenn man nicht Justin Bieber ist, ist es enorm wichtig, eine Fanbindung aufzubauen. Und da sind 4 bis 6 Wochen auf jeden Fall, eher 6 als 4, würde ich sagen, ein guter Zeitraum, um eben den Algorithmus auf der einen Seite zu triggern, aber auch die Fannähe und Fanbindung aufrechtzuerhalten. Perfekt. Vielen, vielen Dank, Kilian, für die Einblicke und dein Wissen. Da waren, glaube ich, sehr, sehr viele praktische Infos dabei, die hoffentlich die Community sehr flott umsetzen kann. Wer dich kontaktieren will, findet natürlich alle Infos in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung. Also nochmal vielen Dank für deine Zeit, Kilian. Danke dir.
Das war die 24. Folge des Music Business Insider Podcasts und gleichzeitig das zweite Insider Interview. Nochmal vielen, vielen Dank an Kilian. Alle Infos zu ihm findest du natürlich unten in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest einiges an praktischen Tipps für dich mitnehmen, die du jetzt hoffentlich sofort umsetzt. Wenn das so ist, dann lass doch sehr gerne eine Bewertung da oder gib mir dein Feedback zu der Folge. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Deine Musik hat's verdient, gehört zu werden. Music Business Insider Podcast, presented by Adamant Music.